Hallihallo, Hallöchen, Freunde, ich bin Skiddy und willkommen zu einem weiteren Mod-Tutorial oder Mod-Spotlight, je nachdem wie man es nennen will. Die Mod, um die es sich heute dreht, ist der Swords Pedestrial Mod, wenn man das so ausspricht, von Golui. Ja, ist ein ziemlich cooler Mod und ich werde euch mal kurz sagen, was der so alles kann. Jo, das switche ich mal kurz wieder in die normale Ansicht rüber und zeig mal wieder meine Hände. Und wie ihr seht, hat man hier schon ein neues Item. Und zwar ist das das sogenannte Pedestrial, wenn das so heißt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Sword Pedestrial. Und dieses Sword Pedestrial sorgt dafür, dass man Schwerter, jedes beliebige Schwert, einfach mit Rechtsklick dort reinstellen kann. Sieht ganz nett aus, aber das ist noch längst nicht alles. Aber bevor ich das weiter zeige, zeige ich euch jetzt mal das Crafting-Rezept. Dazu braucht ihr 3 Stone Slabs und in der Mitte dann darüber ein Goldbarren. Und daraus bekommt ihr dann diesen Sword Pedestal Block. So, dann gehen wir mal wieder hier hin. Den könnt ihr setzen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn ihr ihn so hinsetzt, wird er trotzdem nach deinen ausgerichtet sein. Oder jetzt so, wird er auch nach deinen ausgerichtet sein. Ich erkläre euch das Ganze gleich sofort. Also, ihr könnt mit Rechtsklick ein Schwert reinsetzen und mit Rechtsklick das gleiche Schwert wieder rausnehmen. Wir setzen jetzt einfach mal ein Schwert rein. Dann drücken wir Sneak Button. Also das wäre in meinem Fall Shift. So, und dann drücken wir einmal wieder mit dem rechten Mausbutton da drauf und schon bekommen wir so ein GUI. So, hier können wir einiges einstellen. Da hätten wir einmal hier dieses EngFX. Damit können wir einstellen, ob dieses Enchant-Dingens, also diese Enchant-Beleuchtung, bei dem Schwert auftreten soll. Ich zeige euch das Ganze einmal. So, ich habe das aktiviert und wie man sieht, sieht es so aus, als wäre das Schwert enchanted. Es leuchtet halt so komisch. Das Schwert ist natürlich nicht enchanted, das heißt, ihr könnt nicht einfach das Schwert da reinstecken, auf Enchant FX drücken und hoffen, dass da irgendein geiles Enchantment rauskommt. Nein, das wird nicht passieren, aber es sieht so aus. Ja, dann sneaken wir mal wieder und drücken wieder Rechtsklick. Und ja, als nächstes hätten wir da Light Beam. Mit dem Light Beam können wir einstellen, dass, ja, ihr seht es ganz klar, dass so eine Art Lichtstrahl vom Himmel kommt oder von hier unten nach da oben. Das ist die Textur vom Blitz und ja, dementsprechend hat man eine Art Leuchtfeuer, mit der man aus weiter Entfernung solche, ja, keine Ahnung, Wegpunkte setzen kann, die man aus Entfernung sehen kann. Ja, dann, ihr könnt das auch ausschalten, wenn ihr wollt, es muss nicht sein, ihr könnt es aber auch parallel laufen lassen, ist egal. Dann haben wir auch noch hier die Floating-Funktion. Damit wird das Schwert quasi aus dem bisschen rausgehoben und dreht sich dann so. Das sieht echt ziemlich gut aus. Das muss man dem Mod lassen, der Mod lassen. Ja, und dann hätten wir als letztes noch Rotate 90. Das war das eben angesprochene, ja, Block, die Blockposition. Das heißt, die setzt sich generell immer so rum. Und wenn ihr das halt andersrum haben wollt, dann müsst ihr hier einfach das da unten einfach einstellen. So. Das Ganze hat natürlich auch noch eine rechte Seite hier. Und zwar kann man hier, wenn wir jetzt einmal Floating einstellen, hier oben seht ihr sich das Schwert drehen. Wenn wir hier den SPD, diesen Speed erhöhen, dann dreht sich das Schwert dementsprechend schneller. Ich stelle das nochmal zurück. Und jetzt seht ihr, wie sich das Schwert dreht. Und jetzt stelle ich das wieder ein bisschen höher aufs Maximum und ihr seht, dass das schon wesentlich schneller am Drehen ist. Das gleiche geht auch andersrum, das heißt, es kann sich auch ganz langsam drehen. Ziemlich gut gemacht. So. So. Und dann gibt es noch, wenn man jetzt den Lightbeam anhat, dann kann man hiermit die Farben einstellen. Hier ist RGB, das sind die Rot-, Grün- und Blau-Kurven, die der Lichtstrahl da hat. Im Moment ist es auf Weiß gestellt. Wenn wir jetzt mal alles runterstellen würden, wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Ja, schwarz, wie ich mir gedacht habe. Also alle nach oben ist weiß, alle nach unten ist schwarz und so müsst ihr halt mal gucken, was wann rauskommt, wann man blau hat, wann man grün bekommt, türkis und so. Das kann ich euch auswendig jetzt nicht alles erklären. So, ja, damit bekommt man halt so eine Farbe in den Lichtstrahl rein und das sieht auch echt ziemlich nett aus. Dann haben wir hier auch noch dieses A. Das A steht, glaube ich, für Occupacity, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man damit die Transparenz des Lichtstrahls einstellen. Das heißt, wenn wir es mal ganz hochstellen, sieht man, dass der Strahl schon wesentlich von der Materie dichter geworden ist. Also es ist wesentlich dicker geworden, die Farbe. Und wenn wir das Ganze runterstellen, sehen wir, dass der Strahl hier schon gar nicht mehr zu sehen ist.
Und ja, wenn wir das hier noch ein bisschen höher stellen, sieht man ihn dementsprechend auch ein bisschen mehr. Ja, das war's im Grunde schon von dem Mod. Ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ist ein nettes Feature. Wenn es euch gefallen hat, schaut es euch mal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Desktop. So, willkommen beim Outgame-Teil. Wir sind hier auf dem Desktop angekommen. Und ja, wir befinden uns auf der Website des Mods, wie immer im Minecraft-Forum. Und hier kann man erstmal ein paar Sachen finden. Zum Beispiel hier nochmal Crafting-Rezepte hier unten. Und noch ein paar Sachen für Modder. Hier Code-Sachen, von denen ich mich gar nicht mit auskenne. Und ja, da für den Mod brauchen wir drei Sachen. Da wäre einmal ein sozusagen eigener Modloader von diesem Entwickler von GUI. Das wäre GUI Utils. Den downloadet ihr euch einfach mal hier rüber. Das habe ich schon gemacht, das muss ich nicht machen. Dann brauchen wir natürlich den Mod selber. Den gibt es weiter unten. Und zwar hier vorne unter dem Crafting Spoiler. Hier. Einfach drauf klicken und downloaden. Und dann brauchen wir noch einmal Minecraft Forge. Link in der Beschreibung. Und dann downloadet ihr euch einfach hier, was ihr wollt, Universal von Recommended. Via Adfly oder oder direkt müsst ihr entscheiden. So. Wenn ihr euch das alles runtergeladen habt, dann zieht euch das mal auf den Desktop. Hier. Und dann gehen wir wie immer in unsere Minecraft. Das ist also Prozentzeichen, AppData, Prozentzeichen, Rooming.Minecraft, Bin. Und dann in die Minecraft Jar und die öffnen wir mit WinRAR-Archivar. So. Da wären wir. Jetzt öffnen wir einfach Minecraft Forge hier. Schwupp. Na, wo ist es denn? Da. Los. Ach so. Blödheit. Dann markieren wir uns alle Sachen hier einmal von oben bis unten und ziehen die hier rein. Und fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Meta-Inf, die von Minecraft Forge ersetzt wird, löschen. Die wird nicht gebraucht. Falls ihr noch irgendwas anderes installieren wollt an Mods, aber das funktioniert bei Minecraft Forge sowieso nur selten. Okay. Minecraft Forge ist installiert. Wir gehen wieder in unseren Bin-Ordner rein. Zurück in die .Minecraft. Und wenn ihr hier noch keinen Ordner habt namens Mods, dann macht ihr einfach einen neuen Ordner, benennt ihn hier so wie den hier, kleingeschrieben MODS. Dann geht ihr da rein und zieht einfach den GUI Utils Zip rein und die Sword-Pedestal-Zip und schon wäre der Mod installiert. So einfach geht das und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ja, ein Abo vielleicht auch. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Gigi.